Ey, yo Leute, was geht ab? Micros One wieder mal back mit Call of Duty 1. Ja, wir sind stehen geblieben genau hier am Ende des Levels, wo wir die Brücke verteidigt haben. Und jetzt geht's ins nächste Level. Yippie-ki-yo und so. Ja, ich weiß, es ist schon wieder ein bisschen länger her, dass ich aufgenommen habe. Also Call of Duty zumindest, aber... keine Ahnung, mir fällt jetzt keine passende Ausrede ein, wieso. Weiter geht's. Okay, herhören. Wir haben neue Befehle direkt vom SOE, sowie zwei Neuzugänge von der 6. Division der Luftstreitkräfte, die uns unterstützen sollen. Sie wurden uns aufgrund ihrer Leistung am D-Day wärmstens empfohlen. Captain Price, Sergeant Evans, willkommen bei Trupp 3. Und jetzt zur Sache. Das hier sind die Standorte der wichtigsten Wasserkraftstaudämme im deutschen Ruhrgebiet. Sie werden hauptsächlich dazu genutzt, die umliegenden Städte und Fabriken mit Energie zu versorgen. Letztes Jahr hat ein kluger Kopf namens Dr. Barnes Wallace eine Bombe entwickelt, die speziell dazu geeignet ist, diese Art Dämme zu brechen. Mit Hilfe dieser Bomben gelang es der 617. Staffel, die Möhne- und Edertalsperren zu brechen und so dem Herzen der deutschen Industrie durch Überschwemmung größten Schaden zuzufügen. Leider ist es ihnen gelungen, den Schaden zu reparieren. Und das Bomberkommando hat uns beauftragt, diese Ziele erneut zu zerstören. Das hier ist die Edertalsperre. Hier springen wir nachts ab. Von der Landezone ist es ein Tagesmarsch durch unbewohntes Gebiet am Staubecken. Näher können wir leider nicht abspringen. Das feindliche Flakfeuer um die Talsperre herum ist einfach zu stark. Unser Auftrag ist, so viele Flaks wie möglich ausfindig und unschädlich zu machen, damit die Bomber ihre Angriffe fliegen können. Im Gebäude am Fuß der Talsperre sind die Generatoren untergebracht. Unsere Aufgabe ist es, dieses Gebäude zu zerstören, falls die Bomber den Damm nicht brechen. Wir platzieren die Sprengsätze, dann geht es per LKW in Richtung Flugfeld. Dort angekommen, besorgen wir uns ein geeignetes Flugzeug vom Feind. Sie wissen, was zu tun ist. Überprüfen Sie Ihre Magazine und studieren Sie sorgfältig die Karten und Fotos. Wir erhalten in den nächsten 2 Stunden das Signal und die Details zur Anbordnahme. Viel Glück! Ihr seid das Ruhrgebiet, die Droge, die mich süchtig macht. Das hätte ich nie geglaubt. Kommt von euch nicht mehr los. Irgendwie so geht das doch, ne? Egal, so. Das hier, meine Damen und Herren, ist mein Lieblingslevel. Yippie-ki-yo. Das Level ist sau cool. Weiß nicht mehr wieso. Erstens kann man sich hier so cool vorsnipern. Und das ist schon mal sehr geil. Und zweitens ist das hier so ein enges Gebiet. Das hört sich falsch an. Warum treffe ich ihn nicht? Ja, das ist, wir werden jetzt in diesen Staudamm reingehen. Wo zur... geht doch. Und ja, das ist alles sehr eng da drin und eng ist bekanntlich gut und deswegen geiles Level. Ach, ich laber zu viel Scheiße. Auf jeden Fall cooles Level. War damals mal mein Lieblingslevel. Wer weiß warum. Es wird seine Gründe gehabt haben. Da hinten ist noch einer, du Drecksack. Komm her. Katsching. So. Was habe ich denn für Waffen dabei, mal abgesehen von dem? Ah, die! Vielleicht war es auch deswegen mein Lieblingslevel, weil das eine geile Waffe ist. Das ist, glaube ich, sogar eine Waffe von den Chinesen? Japanern? Ich habe keine Ahnung. Leute, wenn ich Scheiße laber, dann ignoriert es und schreibt in die Kommentare, du laberst nur Scheiße. So, wir werden jetzt in diesen Staudamm hineingehen, im Ruhrgebiet. Doch zuvor werden wir Sprengladungen platzieren an diesen Flakgeschützen. Weil die sind mega überbewertet und deswegen müssen die zerstört werden. Versteht ihr das? Das ist so. Oh. Kann man irgendwie langsam laufen? Narg! Arg! Arg! Wo zur Hölle? Ernsthaft, wo zur Hölle? Ja, hat doch irgendwas auf mich geschossen gerade. Oder bilde ich mir das nur ein? Das hat mich jetzt... das verwirrt mich jetzt irgendwie ein klein wenig. Sind da unten welche? Da unten kommen wir auch noch hin später. So, egal. Wir machen mal weiter die Sprengsätze dahin. Scheiß drauf, wer da jetzt auf mich geschossen hat. Ich meine... wenn er nicht mehr will, dann ist mir das jetzt auch egal. Wir setzen Sprengstoff.
weil mir das Spaß macht. Jetzt geht mir das Lied nicht mehr aus dem Kopf, so ein Scheiß. La la la, Ruhrgebiet, er schießt auf mich. Ernsthaft, hört auf da! Moment, vielleicht sollten wir das Ganze mit einer Sniper machen. Ha, ich hab dir ins Knie geschossen. Ha, ich hab dir nochmal ins Knie geschossen. Opfer. So. Nicht auf den Sack gehen. Was habt denn ihr für Waffen am Start? Ihr habt immer bloß dieselbe Waffe, die MP40. Ihr seid so unkreativ. Okay, das geht nicht. Ich dachte, wir könnten die Pistole vielleicht wechseln. Na egal, ich hätte die Sniper gerne behalten. So, das ist die letzte und ich glaube, hier geht's rein jetzt. Und ja. So, ab hier fand ich das Level irgendwie immer cool, weil eng. Versteht ihr? Eng. Ich hab keine Ahnung, aber ihr wisst Bescheid. Eng und so, ne? Arg, arg. Wo kommen? Das ist doch fies. Das ist echt fies. So. Irgendwo ein Medikit. Ich meine, das war fies. Was haben wir hier? Handgranate. Stielhandgranate. Arp. Ich erschrecke mich gerade immer, wenn irgendwelche Feinde um die Ecke kommen. Da ist noch einer. Euch habe ich gesehen. Die Hinlegtaktik hilft. So. Bitte mal alle nicht auf den Sack gehen. So, ist da noch einer? Hier ist ein Medikit. Und noch mehr Stielgranaten. Und natürlich wurde ich gleich wieder getroffen. Ich meine, hey und so. Alter, wisst ihr eigentlich, wie verkackt viel es gerade schneit bei uns? Ich glaube, ich komme hier nie wieder weg. So nur mal am Rande. Eigentlich müsste ich zum Arzt. Aber ich komme hier nicht weg, weil alles zugeschneit ist. Ja, so ist das. So. Na? Hab ich? Hab ich. Keine Gefangenen! Turbinen! So. Ah, ein Medikit. Sogar zwei Medikits. Ich glaube, das eine, das mache ich mal... Was zur Hölle? Moment. Das eine, das hebe ich mal auf. So. Habe ich denn die Klöten geschossen, mein Freund? Das tut mir aber jetzt sehr leid. So. Wo ist er? Ernsthaft? Da ist er. Scheiße. Komm her! Zack! Hat er rausgeguckt und hat eine Kugel drin hängen gehabt. Da ist noch einer. Komm. Zung. Gut. Keine Gefangenen. So, wechseln wir mal wieder auf unser langes Rohr hier, wo es eng ist. Welch witzige Anspielung. Weiter geht's. So, wo müssen wir dann hin? Darb. 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 Stirb. Bleib liegen. Ah, komm. Nehmen wir mal eins mit. Ich meine, da liegen genug rum. So, Moment. Wir werfen? Ich wollte eine Granate werfen. Wie werft man Granaten? Ach so, ich muss wechseln. So war das. Wo zur Hölle? Wo zur Hölle hat einer... Das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt. Ich hab keine Ahnung, von wo der geschossen hat, die Bitch. Alter, seid ihr jetzt irgendwie ein bisschen nervös oder was, hä? So. Okay, wir machen das anders. Scheiß auf Granaten. Oh, ich weiß auch gerade nicht, wo ich die Spielgranaten benutze. Ups. Oh, ich habe mich irgendwie vergessen. So. Safen. Und jetzt machen wir einfach... Renn mal einfach durch, habe ich mir so überlegt. Irgendwo, du warst das vorhin. Du Drecksack. Du dreckiger Drecksack. So.
Dich habe ich mal gekonnt über den Haufen geschossen. Und dich auch. Und dich nicht. Du musst mich über den Haufen schießen, oder was? Arg. Aber Medikits. 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 So, jetzt muss ich... Alter! Alter! Okay. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wo muss ich denn hin? Ich glaube, ich muss da runter. Was gibt's denn hier noch? Gibt's hier noch? Hier, glaube ich, hier gibt's nichts Interessantes mehr. Dann gehen wir mal nach unten. Dann geht's mal ein Stockwerk tiefer. Da kommen wir, glaube ich, unten beim Damm sogar raus gleich. Zack. Zack, zack. Oh, die lassen sich einfach so gnadenlos über den Haufen schießen. Das ist voll funny und so. Ich habe keine Munition mehr, sehe ich gerade. Gut. Babababab. Dann wechseln wir auf die MP4 der Deutschen. Da sollten auch genug Munitionsreste auf dem Boden liegen bleiben, wenn ich die abballer. Alter. Nervensäge. Okay, die haben eine andere Waffe. Scheiß drauf. Scheiß drauf, wer braucht eigentlich Hosen? Das müsst ihr nicht verstehen. Wer Alligator kennt, versteht's. So, langer Gang. Alter. Komm her. Komm, guck, 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 guck. Oh, komm. Zack, hat's gemacht. Und dann hat der nicht mehr gelebt. Talambada. Okay. Warum habt ihr jetzt alle so eine Kackwaffe am Start? Ich hätte gerne Munition für die MP40. Das wäre sau cool und so. Du hast Munition. Und du schlägst auf mich ein. Also alles beim Alten quasi. So. Oh, wir sind unten. Und wir sind raus. Und wir schießen alle ab. Ja, genau das ist der Plan, den ich verfolge, meine Damen und Herren. Seht euch diese Grafikpracht an. Ist es nicht wunderschön? Ja, zugegeben, die Qualität, wenn ich die Videos gerendert habe und hochgeladen habe, sieht jetzt wirklich nicht so berauschend aus. Also wenn der eine oder andere sich wundert, wieso doch die Qualität von diesem COD, wenn ich es hochlade, teilweise so schrecklich aussieht, weil das finde ich, dass es teilweise wirklich schrecklich aussieht. Das liegt einfach dran, dass ich das Spiel nicht in Full HD spielen kann, weil das Spiel schon quasi kein sowas unterstützt. Ich musste das in den Optionen so tricky tricky umstellen, damit ich es überhaupt in 720p hochladen kann. Von daher entschuldigt die teilweise mäßige Qualität. Ich kann das aber nicht verbessern. Zumindest weiß ich nicht wie. Das mal nur so am Rande, weil es stört mich selbst, dass es teilweise wirklich nicht so toll aussieht. Aber da müssen wir jetzt durch. Neues Spiel bringt verbesserte Quali, altes Spiel bringt verringerte Quali. You know what I mean? This is the real talk that I spoke to you. Ja, Zeitformen in Englisch, I have done this. Oh, leck, ich laber so viel Müll, das ist unglaublich. Gut, jetzt macht gleich hier alles Kravumboom. Naja, nicht alles. Da hinten, das macht später Gravumboom. Aber wir sind auch bald durch. Ich glaube, wir müssen diese Flak hier noch... Und da müssen wir, glaube ich, wieder zurück. Ich glaube, Ziel ist jetzt wieder ganz am Anfang. Wir müssen also jetzt quasi nochmal quer durch die ganze Base zurück. Und ich frage mich, wieso das damals meine Lieblingsmission war, wenn man quasi nochmal durchs gleiche Level zurücklaufen muss. Das ist irgendwie ein bisschen kacke. Egal, das ist ein cooles Level. Da, bidu, bida, bla, blub und so.